Rhein von Seattle. Bis dahin muss ich noch ein paar Sachen wiederholen. Wir haben in letzter Zeit nicht viel über diese Taskforce 29 gehört. Interpol hat sie 28 gegründet, nach dem, Zitat, furchtbaren Zusammenbruch der Kooperation zwischen den Geheimdiensten weltweit. Zitat Ende. Sie können ja schlecht sagen, wir haben jetzt eine Spezialtruppe von Killern, die in euer Land einmarschiert und wenn ihr Lust habt, in eure Häuser einbricht und wie euch sie meinen. Miller, hier ist Jensen. Freut mich, endlich von Ihnen zu hören, Agent. Alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Thank you.
Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald sie da sind. Nimm ich das, Jim. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht? Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. Nechce se s tím mířit někam jinam. Sie war... Stecken Sie das Ding weg. Ich fühle mich nicht wohl in der Nähe von Waffen. Ja, Christelle, nettes Mädchen. Sie war Babysitterin meiner Kinder. Und jetzt das? Es heißt... Er war beteiligt. Hören Sie auf, mit Ihrer Waffe rumzufuchteln. Scheiße, Optis! Ist die Waffe wirklich nötig? Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Auch mich verfolgen furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Es wird lange dauern, bevor wir ihn vergessen können. Es gab auf beiden Seiten viele Opfer, aber statt miteinander zu reden, wurde die Bundesregierung. Schrecklich, oder? Wer die falschen Leute kennt, ist schon schuldig. Namhe! Terrorista! Nicht jetzt! Und auch sonst nicht! Tun Sie mir einen Gefallen und lassen Sie jemand anders.
Balkon! Denkst du, du bist hier willkommen? Vergiss es. Jetzt kannst du übernehmen. Mein Job ist erledigt. Agent, alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald Sie da sind. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht? Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. Umíte česky? Pomůžete mi? Já se ztratila. Interessanter Look. Gimis oči, Augu. Nejdřív mi vyhodíš město do vzduchu a teď čekáš, že já na tebe budu slušná? Buď rád, že ti neplivnu do ksichtu.
Du suchst die besten Preise in Prag? Natürlich nicht für Hotdogs. Wenn Hotdogs nicht dein Hauptgeschäft sind, warum hast du dann keinen Laden? Weil ich so die Fixkosten drücken und diesen Vorteil an die Kunden weitergeben kann. Ein echter Unternehmer. Aber hallo. Was hast du denn? Also, ich habe Infos von der Art, die was wert sind. Ah, verlässliche Infos kann ich immer gebrauchen. Wer kann das nicht? Aber die gibt's nur gegen Neuropozyn. Das habe ich nicht. Dann gibt's keinen Deal. Aber komm wieder, wenn du welches hast. Wenn Sie nichts kaufen, müssen Sie hier auch nicht rumstehen. Kde máte cestovní povolení? Was wollen Sie, Techno? Kriechen Sie in Ihr Loch zurück, bevor ich Sie nach Golem verbrachte. Moment. Sie machen sich mehr Sorgen wegen des organisierten Verbrechens in unser... Unfassbar, wie ignorant manche Menschen sein können. Ich habe kein Kleingeld. Ich hasse es, dass die Terroristen gewinnen. Mein Freund hat seit Rusika Angst, mit der U-Bahn zu fahren. Das werden wir gleich sehen. Wow. Haben Sie vor, hier Ärger zu machen? Sie sind unschuldig. Angelegenheit. Okay, Hände hinter den Rücken. Ich weiß, Sie sind unschuldig. Ich war schon auf dem ganzen Kontinent. Osten, Westen, Süden. Früher wusste man, wann man eine Grenze überquert. Das war anders. Sie halten das für Amtsmissbrauch? Glauben Sie mir, das ist gar nicht. Ich sagte, Ihre Papiere sind Sie irgendein Aktivist oder so? Besorgen Sie sich einen Job? Ich würde alles tun, um meine Lage zu verbessern. Das ist furchtbar. Ich habe einen Job. Ich darf hier sein. Ich bin nicht gefährlich. Ich habe nichts getan, außer mich augmentieren zu lassen. Sie haben nichts zu verschenken, was? Nein, natürlich nicht. Es gibt einfach kein Mitgefühl mehr. Warum belästigen Sie mich? Ich bin beschäftigt. Dieser beschissene New Yorker hat keinen Stolz. Sie suchen Wacklauf, oder? Das sieht man. Aber seien Sie vorsichtig. Vergessen Sie es. Kein Interesse. Ein paar Schläger der Dwellies haben auch schon nach ihm gefragt.
Im Ernst? Tut mir leid. Im Ernst? Ich hab nichts für Sie. Im Ernst? Ich hab ihn gestern Abend hinter dem Restaurant gesehen. Hammer in der Hand. Es muss einen besseren Weg geben, der wir uns in der Regenbogen führt durch Baumhaus. Das wissen wir, kaufen und verkaufen nicht. Der Regenbogen führt durch Bonbon. Es muss einen besseren Weg geben. Der Regenbogen führt durch Bonbon. Und das wissen Sie. Bitte, ich kann bezahlen. Sie müssen Ich war zuerst hier. Bitte, ich kann Ich verkaufe nur Neon. Bitte, ich kann bezahlen. Sie müssen Neuropyzin haben. Tut mir leid, wir verkaufen nur Regenbogen. Das ist eine andere Droge. Sie heißt Neon und lässt sie Neuropyzin vergessen. Meine Schwester und ich brauchen Medikamente. Die Leute halten mich für dumm. Dabei bin ich Kunsthistorikerin. Vergessen Sie es. Kein Interesse. Ich bin nicht stolz darauf, Almosen anzunehmen, mein Freund. Aber mehr ist mir nicht geblieben. Jetzt přivolávej na mě pozornost, Čeče. To chceš, aby nás odsadili? Pokud zaznamenáte podezřelou aktivitu, obraťte se na... Kümmern Sie sich um Ihren Kram. Es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht mit Fremden reden. Hey, komm schon. Lass mich einfach... Nichts für ungut, aber Typen wie dich bediene ich nicht. Geh am besten ins Rotlichtviertel, wenn du irgendwie hinkommst. Polizei behandelt alle Augmentierten wie Monster und Suchender. Sind Sie bereit für den Aufstieg? Sie haben den falschen Mann. Nein. Ich sehe Ihre Reinheit. Sie sind schon ganz nah. Und die Singularitätskirche des Maschinengottes führt Sie den Rest des Weges. Ihre Kirche führt mich sicher nicht dorthin, wo ich hin will. Jeder von uns hat Bedürfnisse, die nach Aufmerksamkeit heischen. Die erfüllt werden wollen. Wir haben kaum Zeit für die Frage, was jenseits dieser erbärmlichen Welt liegt. Und Sie haben eine Idee, was das sein könnte? Ich bin nur ein Diener, der die Botschaft verbreitet und den Hoffnungslosen Hoffnung anbietet. Und die Lehren der Kirche leiten mich dabei. Was wollen Sie wissen? Diese Singularitätskirche des Maschinengottes, ist die nur für Augmentierte? Die Mutter sagt, nur die Beschenkten werden aszendieren. Die Fleischgebeugten hat sie aussortiert. Sie sind also zum Rekrutieren hier, zur Verstärkung ihrer Reihen. Und mehr. Der Baumeister lebt an diesem Ort. Der Träumer unserer Aszension. Verstoßen nach dem Willen der Mutter. Lassen Sie mich raten. Er ist ein Fleischgebeugter. Nein. Er hatte nur eine Glaubenskrise. Aber ich bin nicht so blind wie andere. Er war ein Freund, ein Mentor, ein Führer unserer Kirche. Manche erinnern sich noch. Haben Sie weitere Fragen? Erzählen Sie mir mehr über diese Aszension. Unser Geist verlässt seine Hülle und verschmilzt mit dem göttlichen Bewusstsein des Maschinengottes. Das ist die Aszension. Es klingt, als wollten Sie eine Kopie Ihres Gehirns in einen Computer hochladen. Ich dachte, das geht noch gar nicht. Dank dem Baumeister schon, aber es ist viel mehr als eine simple Kopie. Es ist eine Übertragung. Joseph nannte es eine Evolution des menschlichen Seins. Haben Sie weitere Fragen, Suchender? Im Moment nicht. Vielleicht ein anderes Mal. So sei es, Suchender. Ich bin hier, wenn Sie Fragen haben. Findet ihr Bedeutung. Ihr werdet eingehen in die Einheit der Singularität. In unseren Körpern, unseren augmentierten Körpern liegt unsere Erlösung, Suchende. Wir tragen die Saat der Göttlichkeit und die Zukunft der neohumanen Rasse in uns.
Sie sind ein Beschenkter. Werden Sie im Maschinengott eins mit uns. Angespuckt und vertrieben. Kommt, Pilger. Wir reden hier. Lebt nicht länger. Nicht jetzt. Und dann? Deportation nach Utulek? Nein. Ahoi. Können die dich nicht rauswerfen? Jestli nechceš číslo, akorát plejtváš mým drahoceným číslem. Tak si pro mě pojď, fešák. Pro tebe zabíjnou cenu. Hast du was? Ganz sicher. Vím o tomhle městě hodně. Dávám totiž pozornost. Manipulieren. Haben Sie meinen Pavel gesehen? Sie hat jemanden verloren. Ich verstehe nicht. Was soll das heißen? Er wird manipuliert. Ich weiß nicht genau, aber er wurde in der Kanalisation gesehen und folgte der Stimme eines Mannes. Heißt Kult oder sowas? Ich habe von einem Körper erlebt. Pavel ist leicht zu beeindrucken. Aus Angst vor der Welt hat er sich immer versteckt und von irgendwelchen...